Maschallah, dein Opa war ein richtiger Ehrenmann früher. Weißt du, der hat mich immer schön im AMG zu Hause abgeholt. Dann hat er Tisch reserviert im Club, ging komplett auf seinen Nacken, so auf Ehrenbruder-Basis. Und wenn mich in so ein Eschek mal wieder angeguckt hat, da hat er dem immer direkt Bombe gegeben. Also, das war schon eine feine Zeit. Also, wenn ich Polizei wäre, würde mich schon stehen, ja. Sie sind verhaftet, bitte. 2 € kostet Ihre Verhaftung Freiheit. Oder wie sagt man? Keine Ahnung. Ich würde dir schon geben, ich bin dir ehrlich. Oha, Baba, geh mal raus. Au! Meine Tochter geworden in eine Orospe. Au! Was mache ich jetzt? Leute, was mache ich hier für meine Tochter geworden in eine International Orospe? Eine Autobahn. Geben, geben. Au! Leute, Hilfe! 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 Ah, Scheiße! Ich habe dich gemacht, ich habe dir vertraut. Wo vertrauen? Früher kleine Prinzessin, jetzt eine Bad Bitch oder was? Ha? Keine Privacy! Keine! Vorbei! Keine Tür! Ah, Scheiße, Tür! Pyramidenverleih Ramses am Apparat, hallo. Hier in Bismayer, Sie überfahren es, wir überbacken es. Schnellverbrennungsanlage von Leipzig, was kann ich für Sie tun? Seniorensportverein Müller, Turne bis zur Urne. Grüß Gott, Schützenverein Langlauf am Apparat. Lern schießen, triff Freunde, was kann ich für Sie tun? Wüste Sahara hier, mit welchem Kamel spreche ich? Tempel der Lust, die wilde Hilde spricht. Tapferkurs für Anfänger, mein Name ist Niklas von Leipzig, was kann ich für Sie tun? Rohrreinigung von Leipzig am Apparat, war der Haufen zu schwer, kommen wir her. Das Video geht an die Maus, die bei meinem Ex in den DMs chillt und versucht über mich zu lästern. Erstens, er hat es mir erzählt. Zweitens, du musst dich mehr anstrengen, weil er hat mir heute Blumen geschickt. Happy Valentine's Day. Fragt eben ein ca. 13-jähriges Mädchen mit der Kippe im Mund, ob mein Kollege vielleicht ein Feuerzeug hätte, weil er am Rauchen war. Klar. Er macht ihr die Kippe an, nimmt sie aus ihrem Mund und sagt, verpiss dich, ab zur Schule. Rolex, Bargeld, Porsche Cayenne S. Danke, Daniel, die Gruppe ist das Geilste. Dank dir kann ich mir diesen ganzen Luxus hier leisten. Kommt einfach alle in die Gruppe, ihr macht nichts falsch. Was reimt sich auf Schmaus? Scheiße, wie geht das aus? Hat ja heute einer schon gesagt, dass du schön bist? Nein? Dann frag dich mal, warum. Ey, Alter, irgendein Drecks wird mir volle Bude in die Jackentasche geschissen, ey. Ich hab grad so irgendwas aus der Jacke rausgeholt. Ich sag, was ist das für ein Scheiß, aber immer riech ich so, also das stinkt, aber Alter, was ist denn das für eine Rotze? Da hat mir irgendein Dreckvieh, keine Ahnung, was, volle Hütte in die Jackentasche reingeschissen. Ey, das ist der übelst noch Scheiße, ich stunk nämlich so, Alter, was ist denn jetzt los? Nein, der Foto stinkt wie, keine Ahnung, was, Junge, ist doch irgendwo drin gewesen. Das, ey, Alter, das ist richtig. Bleh. Vor allem ist es, die Tasse ist so groß und dann ist es ja nur bis dahin gefüllt. Das ist irgendwie immer, wenn du es aufmachst, fehlt schon voll viel. Ist ziemlich average. Ja, ihr habt recht, ziemlich average. Das ist nicht klein, das ist mega groß. Also, ich sag euch ehrlich, ich finde, das ist auch sehr groß. Der hat Charakter, der hat Persönlichkeit, dem geht's gut. Es kommt nicht darauf an, wie groß es ist, es kommt darauf an, wie der Drink schmeckt. So ein Ding ist das. Papa? Ja, Mehmet. Darf mein Freund rein? Sicher, Freund, darf rein. Sicher. Komm rein, mein Papa hat ja gesagt. Mehmet, wer ist dieser Mann? Von Schule. Mehmet, was Schule? Lehrer? Nein, nicht Lehrer, mein Freund. Mehmet, das ist mein Freund von Schule. Mehmet, dieser Mann hat 3 Kinder zu Hause, Mehmet. Papa, sei nicht so, das ist Jonas. Junger Mann, wie alt bist du? Ich bin 14. 14 was? 14 vor Christus, Mehmet! Mehmet! Du Kerl, Mehmet! Wer ist dieser Mann? Und schon verschickt. Brauche schnell. Wie? Schnell. Ich warte noch auf das Geld. Was? Hab ich per Echtzeit überwiesen, musst du schon doof haben. Das ist Betrug. Sei vorsichtig. Hab Screenshot von Anzeige und Chat. Ich warne dich, spiel kein Spielchen mit mir. Chill doch mal, hab's grad gesehen. WTF. Ich schick's Montag früh los. Sollte Mittwoch ankommen. Jo, da geht gar nicht. Schick jetzt los, Post hat locker bis 18 Uhr auf. Mach mal hier nicht auf Rembo und halt den Ball flach kleiner. Hab Spätschicht, also gedulde dich mal.
Ja, okay, dann morgen hat Post bis 12 Uhr auf. Und schick mir Sendernachweis. Morgen geht auf gar keinen Fall. Doch morgen geht, das ist wirklich wichtig. Hast dann Frühschicht oder verarsch mich nicht, Mann. Ne, morgen ist Samstag. Und? Da muss ich ausschlafen.